Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid im heutigen Video. Und jetzt wird es wahrscheinlich wirklich der letzte Teil zum Thema Depression ganzheitlich verstehen und auflösen. Aber man weiß ja nie, was aus dem Unterbewusstsein immer noch so hochkommt. Einen Nachtrag habe ich jetzt nämlich noch, und zwar geht es darum, dass wir uns häufig gar nicht bewusst sind, wo unsere Energie hinfließt. Und dass sich unsere Gefühle mit denen der Umwelt, dem Umfeld vermischen. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel in einer toxischen Umgebung befindest, mit zum Beispiel einem Partner, der dir nicht gut tut, oder Menschen hast in deinem näheren Umfeld, denen es nicht gut geht, dass auch die Gefühle der anderen sich auf dich übertragen und du sie dann für deine Gefühle hältst. Also sagen wir mal, du bist mit einem depressiven Menschen in einer Wohnung, du lebst mit dem zusammen und dir geht es dann schlecht, weil es dem anderen schlecht geht, und du hältst es dann für deine Depression, und in Wahrheit färbt es von dem anderen auf dich ab. Und natürlich ist es immer so, wenn wir mit toxischen Menschen, sage ich jetzt mal, zu tun haben oder mit unglücklichen Menschen, dass das uns immer auch noch was zu sagen hat, weil wir auch nicht umsonst noch in der Situation sind und ja in der Situation auch was lernen dürfen. Und häufig ist es eben das, was wir lernen dürfen, folgendes, dass wir lernen, Grenzen zu setzen, dass wir lernen, dass wir nicht die Energien der anderen in uns aufnehmen, weil das nämlich von so hochsensiblen Menschen wie dir eben auch eine Herausforderung ist und eine wichtige Lernaufgabe, das zu lernen, auch bevor es weitergeht. Ne, weil wir haben ja auch immer unsere Prüfungen im Leben. Und wenn du jetzt nicht lernst, dich da gesund abzugrenzen, und ich meine jetzt nicht isolieren, sondern wirklich gesunde Abgrenzung, Grenzen zu ziehen, und nicht versuchst, jedem immer zu helfen, und derjenige nimmt nur immer deine Energie und hilft sich nicht selber am Ende, dann zerstörst du nur dich und machst dich unglücklich, und der andere wird es dann ohne dich trotzdem nicht schaffen. Und das führt dann häufig zu so einer Co-Abhängigkeit, wo man sich dann verantwortlich fühlt und Angst hat, den anderen alleine zu lassen, weil man denkt, der kommt ja dann ohne mich nicht mehr klar. Und in Wahrheit zerstört man sich damit selber, man zieht sich runter, man wird depressiv und nimmt eben immer die Gefühle vom anderen dann noch stärker auf. Und das kann zum einen sein, eben bei Menschen, die dir nahe stehen, ja, weil wir mit denen mittels energetischer Bänder viel intensiver verbunden sind. Und wenn du mit jemandem jeden Tag zu tun hast, habt ihr eine starke energetische Bindung. Also es kann dann auch sein, dass die Person gar nicht da ist in dem Moment und du plötzlich dich schlecht fühlst, weil es der Person schlecht geht und ihr miteinander verbunden seid und dann diese Gefühle der anderen Person zu euch fließen. Ihr dann aber an euch zweifelt, weil ihr ja gerade vielleicht allein im Raum sitzt und das aber gar nicht eure Gefühle sind und ihr dann immer versucht, an eurer Depression zu arbeiten, anstatt zu erkennen, was eure Aufgabe in diesem Moment ist. Eben zum Beispiel einfach Grenzen zu setzen und auch ein Leben sich aufzubauen, wo man einfach losgelöst ist von Co-Abhängigkeiten. Und wo man zwar anderen hilft und sie unterstützt, aber nicht mit ihnen leidet. Und dass man nicht dafür da ist, andere am Leben zu erhalten, sondern dass es wirklich jeder aus sich selber schaffen darf. Und ich meine jetzt nicht, andere Menschen zu verlassen, wenn es denen mal schlecht geht, aber klar zu differenzieren, schafft es derjenige alleine oder gibt er mir die Verantwortung, dass ich ihm helfen muss oder ich es für denjenigen schaffen muss. Weil daran erkennst du, dass es dich auf Dauer nur aussaugt und das dem anderen nicht helfen wird, weil er sich einfach von dir ernährt. Und wenn es ihm schlecht geht, schickt er dir deine schlechten Gefühle, gar nicht unbedingt absichtlich oder aus böser Absicht heraus.
sondern einfach, weil du ein guter Mülleimer bist für die anderen. Und wenn du mal wieder gute Gefühle hast, dann fließen die auch zu dem anderen. Und dann ist es für dich schwer, da rauszukommen, weil du quasi andere Menschen noch miternährst, energetisch. Und die Energie wird dir dann immer wieder fehlen. Und deswegen ist es wichtig, da zu lernen, die Gefühle zu separieren, zu differenzieren, sich bewusst zu machen, dass wir alle auf der emotionalen Ebene miteinander verbunden sind und das auch gut ist und schön, aber eben erst dann, wenn wir unsere Aufgaben erledigt haben, wenn wir unsere Themen gelöst haben und wenn wir uns immer mehr bereinigen, weil dann unser Umfeld auch immer emotional bereinigter wird. Und ab dem Moment, wo wir das nämlich alles auf die Reihe bekommen haben, ziehen wir Menschen ins Leben, die genauso glücklich sind wie wir innerlich. Aber eben in Momenten, wo es uns selber noch nicht so gut geht, ziehen wir Menschen auch häufig ins Leben, denen es auch nicht gut geht. Und wenn es dann welche sind, die dich aussaugen, dann hast du plötzlich zwei Menschen, denen du helfen möchtest, oder drei, vier, fünf. Und da ist aber wichtig, dass du zuerst dir hilfst und nicht den anderen und dich nicht für die anderen verantwortlich fühlst, sondern für dich. Und wenn dir was mehr schadet und dich mehr aussaugt, ist es wirklich wichtig, Grenzen zu setzen und sich nicht schlecht zu fühlen. Und sich nicht verantwortlich zu fühlen für den oder die andere. Und da ist es auch immer wichtig, diese Hochsensibilität auch für die Gefühle der anderen als Gabe, als Geschenk kennenzulernen und auch zu lernen, damit umzugehen. Weil wenn jetzt so ein Mensch wie du durch die Straße läuft, durch die Stadt, dann saugt er automatisch Gefühle der anderen ein. Du gibst automatisch deine guten Gefühle ans Umfeld ab. Und das geht häufig auch schon über Blickkontakt. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen und auch da einfach mal Grenzen zu setzen, weil sonst kann das auch sein, wenn du durch die Straße läufst, du läufst mit guter Laune los, läufst einmal durch die City und kommst zu Hause an und sagst so, boah. Das war jetzt aber anstrengend. Was ist denn da passiert? Ich bin doch jetzt nur ein paar hundert Meter gelaufen. Wieso war das so anstrengend? Ja, und dann beginnst du an dir zu zweifeln. Vielleicht hast du aber auf dem Weg ein paar Menschen gesehen, denen es vielleicht nicht so gut ging und denen hast du vielleicht einen liebevollen Blick geschenkt oder du hast es einfach nur in dich aufgesaugt und hast dadurch deine wertvolle Energie einfach abgegeben. Hast du mit Sicherheit den anderen geholfen, ohne dass es denen vielleicht bewusst ist. Die müssen dich nicht mal angeguckt haben. Und du hast da gearbeitet energetisch. Dir geht es dann schlecht und du zweifelst an dir. Und deswegen ist das so wichtig, auch beim Thema Depression, sich das bewusst zu machen, dass wir eben nicht nur mit unseren negativen Gefühlen zu tun haben und mit unseren Themen, sondern eben gerade als empathische Menschen auch sehr, sehr stark mit denen der anderen zu tun haben und da wirklich erkennen dürfen, was sind meine Aufgaben in der Situation? Soll ich lernen, gesunde Grenzen zu setzen? Soll ich lernen, die Gefühle der anderen nicht aufzunehmen oder dass ich nicht Menschen immer versuche zu helfen, die immer nur Hilfe fordern, ja, die irgendwann abhängig sind von meiner Energie, weil das ist auch nicht gesund und gut, das ist, sondern eine Co-Abhängigkeit. Möchte meine Seele vielleicht sich da befreien aus dieser Co-Abhängigkeit, um autonom zu leben und was ist die Aufgabe, die da dahinter stecken könnte? Und in dem Moment, wo wir das lösen in uns, verschwinden auch diese Menschen aus unserem Leben, die uns Energie rauben. Also wenn wir jetzt nicht lernen, Grenzen zu setzen zum Beispiel, laufen wir vielleicht von einer toxischen Person weg und dann kommen wir zur nächsten und die saugt uns dann auch wieder aus.
Und irgendwann sagen wir, oh, alle Menschen saugen uns aus. Das ist aber nicht so. Das ist nur, wenn wir uns energetisch nicht schützen. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu lernen, dass wir auch nicht das Bild haben, dass alle Menschen uns aussaugen. Das war bei mir früher auch anders. Also da haben zum Beispiel auch Menschen gesagt, oh Daniela, wie kannst du dir immer die Probleme der anderen anhören und wie geht denn das? Und das ist ja, oh, das macht, muss ja einen total aussaugen. Und ich habe auch immer von vielen Beratern gehört, die gesagt haben, oh, das ist so anstrengend, ich kann das nicht mehr machen. Daniela, wie machst du das denn? Und ich habe das nicht verstanden, weil ich das schon ziemlich gut gelernt habe, mich auch abzugrenzen und die Gefühle der anderen wahrzunehmen, aber auf einer neutralen Ebene. Also ich spüre zum Beispiel Wut oder Trauer, aber es ist nicht so, dass ich das also in mir aufnehme und es dem anderen abnehme, sondern ich spüre das, aber als neutrales Gefühl bei den anderen und kann dann die Werkzeuge an die Hand geben, dass derjenige selber in sich dieses Gefühl auflösen kann. Und das ist wichtig, dass das jeder für sich selber macht und dass du auch die negativen Gefühle von den anderen nicht abnimmst. Und auch nicht Mitleid denen gibst, weil dann leidest du mit denen. Mit Gefühl ist was anderes. Oder jemand zu helfen, aber nicht mit Leiden. Und ich weiß auch noch früher, auch als ich in Berlin gewohnt habe, da war es schon ganz schlimm für mich, auch einfach nur an Obdachlosen vorbeizugehen. Und ich war irgendwann dann auch so, dass ich gar nicht mehr hinsehen konnte, weil die mir so leid getan haben. Und irgendwann habe ich da auch meine Einstellung geändert, weil ich mir auch dachte, denen geht es teilweise vielleicht in Anführungszeichen besser als uns, die den ganzen Tag durch die Gegend hetzen und sich nicht mal 5 Minuten in Ruhe hinsetzen können. Und jede Seele hat eine andere Aufgabe, jede Seele hat einen anderen Plan. Und wir dürfen nicht bewerten, was gut oder was schlecht ist. Soll nicht heißen, dass wir einfach sagen sollen, ach ja, der hat sich das ausgesucht, ich muss dem nicht helfen. Das meine ich nicht. Also ich habe denen auch Essen gegeben, dann teilweise oder ein bisschen Geld. Das habe ich auch wirklich häufig gemacht und auch gerne. Aber ich bin da nicht so, ich habe das einfach gegeben und dann war das fertig. Ich war dann nicht so in dieses, oh, die Armen. Ich habe mir gedacht, Daniela, was kannst du jetzt machen? Die könnten ein bisschen Geld gebrauchen, die könnten was zu essen gebrauchen. Ja, und das dann eben zu geben und dann aber nicht in dieses Mitleid zu gehen, weil das den Menschen ja auch nicht hilft. Also mit Mitleid hilft man niemandem. Das ist auch ein Gefühl, was ganz viel Energie abzieht, wenn ihr mit anderen Menschen Mitleid habt. Habe ich auch ein Video auf YouTube hier. Wollte ich auch noch mal eins machen, was uns viel Energie eben zieht, dass wir den Fehler nicht machen, ja, eben unter anderem auch nicht ins Mitleid zu gehen, sondern immer auf der Ebene betrachten, dass jeder der Schöpfer seines Lebens ist. Ja, weil heute, wo ich das zum Beispiel gelernt habe, auch leide ich nicht mit jemandem oder ich weiß auch Menschen, die Schlimmes erlebt haben, die werden ein super schönes Leben haben, weil es einen super extremen, schönen, positiven Gegenpol gibt. Ich weiß, wie ich den Menschen Werkzeuge an die Hand geben kann, dass sie ihr Schöpfer werden. Ja, dass ich nicht die Krücke bin, die andere heilt oder andere sonst was macht. Ich gebe einfach nur, ich bin Impulsgeber und jeder Mensch heilt sich selber, jeder Mensch findet seinen Seelenweg selber, jeder schöpft die Kraft aus sich selber. Und zu mir kommen zum Beispiel nur noch Menschen, die selber zum Schöpfer werden wollen. Also ich ziehe keine Energievampire mehr an, die einfach nur bemitleidet werden wollen, weil das gebe ich denen nicht. Und wenn die das spüren, dann hauen die ab, weil die sagen, nee, an mir arbeiten habe ich aber keinen Bock, ich wollte nur ein bisschen Mitleid. Ja, und deswegen, wenn man in dem Moment, wo man das energetisch ausstrahlt, dass man zwar anderen helfen möchte, aber eben auf der Ebene, dass man ihnen selbst die Werkzeuge in die Hand gibt,
und sich dann jeder damit selber helfen kann, zieht man nicht mehr die ins Leben, die einfach nur mal kurz Energie wollen und dann wieder abhauen. Genau, und deswegen ist es wichtig, eben sich da energetisch so zu positionieren, dass man starken Schutz hat im Sinne von, dass man wirklich Grenzen setzt, auch sich nicht anschreien lässt, dass man sagt, so redest du nicht mit mir. Ja, wirklich so dieses in seine Kraft kommen und sich so behandeln lassen, wie man selber andere behandelt, und zwar respektvoll und liebevoll, und aber eben nicht mit Mitleid. Und es ist ganz wichtig, das zu lernen, nicht nur, weil man dann auch leichter aus einer Depression rauskommt, sondern eben auch, weil man sonst häufig Grenzen setzen mit Isolation verwechselt und sich dann isoliert vom Rest der Welt. Und das wird nicht funktionieren, weil wir brauchen auch Mitmenschen. Und da mache ich auch noch mal ein YouTube-Video dazu. Es ist auch wichtig, sich einzubringen. Es ist auch wichtig, sich zu öffnen. Es ist wichtig, für andere da zu sein, für Mitmenschen. Aber eben so, dass es einem selber gut tut. Und eben auch erst dann, wenn man selber in seiner Kraft ist und wenn man gelernt hat, sich auch abzugrenzen und eben nicht die Gefühle der anderen in sich aufzunehmen und erstmal sich selber emotional bereinigt, weil je bereinigter wir sind, umso bereinigtere Menschen, sage ich jetzt mal, ziehen wir auch in unser Leben. Und deswegen ist es immer so wichtig, da wirklich an sich und seinen Gefühlen zu arbeiten, aber eben auch zu differenzieren, wo werde ich vom anderen vergiftet, wo werde ich vom anderen runtergezogen und wie kann ich mich da abgrenzen und dem anderen auch die Verantwortung für sein Leben geben. Ich habe Verantwortung für mein Leben und der andere hat Verantwortung für sein Leben. Und feststellen könnt ihr das auch immer bei Menschen, die eben euch auch die Verantwortung geben. Partner, die vielleicht sagen, oh, du musst mir helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Du musst mir helfen, das zu machen. Oh, wenn ich dich nicht hätte, ich wäre ja niemand. Oh, ich schaffe das nicht ohne deine Hilfe. Ja, oder auch im Freundeskreis. Das ist immer ein Zeichen von der Abhängigkeit und von was Ungesunden. Und das ist schwierig und hört sich hart an, aber häufig ist es wirklich besser, sich dann da auch mir fällt jetzt das Wort nicht ein, ihr wisst schon, was ich meine, sich zu trennen oder auf Distanz zu gehen, bis der andere lernt, da auch wieder ja, die Kraft aus sich zu schöpfen und in die Selbstverantwortung zu gehen. Ja, weil sonst habt ihr irgendwann so viele Menschen um euch, denen ihr helfen wollt und die abhängig sind von eurer Energie. Und das ist niemals gesund. Also man darf keine Abhängigkeiten erzeugen. Es ist nicht gut, wenn Menschen abhängig sind von der Energie. Und wenn ihr spürt, dass Menschen abhängig sind von eurer Energie, dann ist das nicht gut. Vor allem ja nicht für den anderen gut, aber für euch auch nicht gut. Deswegen sage ich ja auch immer in meinen Beratungen, ich erzeuge keine Abhängigkeiten. Ich möchte, dass jeder Mensch wieder ein ganzer Mensch wird. Und das ist das, was ich schaffen möchte. Ich möchte nicht irgendwie Abhängigkeiten haben. Ich möchte nicht, dass Menschen sagen, oh Nila, ich kann niemals ohne dich leben. Ich werde dich mein Leben lang brauchen. Um Gottes Willen. Nein, ist auch nicht der Fall. Jeder Mensch, der seine Themen bereinigt hat und der sich lernt, gesund abzugrenzen und für andere da ist und sie unterstützt, aber eben auf einer anderen Ebene, wo man nicht jeden immer nur füttert, sondern eben ihm zeigt, wie man selber sich Nahrung zubereitet, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ja, lernen und ins Leben, in den Alltag integrieren, weil auch das kann eine Aufgabe deiner Seele sein und das ist es höchstwahrscheinlich, weil wenn du jetzt sagst, oh ja, Daniela, genau das ist mein Problem, dann ist es wichtig, eben das ja auf der energetischen Ebene zu lösen, dass du da auch
erkennst, wie wertvoll und wichtig deine Gefühle sind, wie tiefe, wertvolle, wichtige Gefühle du hast, auch dafür, um anderen zu helfen, aber eben erstmal, um in deine Kraft zu kommen und um zu differenzieren, wem helfe ich? Und hier gilt wirklich immer, den Menschen zu helfen, die nur Impulse zur Selbsthilfe mögen und nicht welche, die immer nur herkommen und jammern und sich bei dir ausladen, dich zumüllen und dann wieder verschwinden und dann wiederkommen, wenn ihr Mülleimer voll ist und das dann wieder dir reinkippen, ihren Müll. Solche Menschen, da muss man wirklich ganz klar die aus dem Leben verabschieden, auch wenn sich das hart anhört, aber da ist jeder Mensch einfach anders. Und jeder Mensch, der immer nur kommt, wenn er dich zumüllen möchte, der hat das Prinzip noch nicht verstanden, dass er selber das Problem ist und lernen darf, damit klarzukommen. So, das war jetzt wirklich wahrscheinlich das letzte Video zu diesen Themen, zu der Themenreihe. Wir werden sehen, ich lasse mich überraschen. Es ist jetzt wieder auch länger geworden, als ich eigentlich vermutet oder gedacht hätte. Ich hoffe, dass es hilfreich war und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Kommentare und auf eure Meinungen und auch Ergänzungen. Es ist immer total wertvoll, was ihr dann noch an auch euren Erfahrungen immer mit einfließen lasst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch ein Stückchen auf eurem Weg begleiten darf und euch helfen darf, in eure Kraft zu finden, und ihr werdet das alles schaffen. Sonst wärt ihr nicht bei mir. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr eure Ziele erreicht. Und vergiss nicht auf deinem Weg, es ist völlig egal, was andere über dich oder dein Leben denken. Wichtig ist, wie du dich fühlst.